Was soll ich bloß im Video sagen? Wie kann ich mein Video am besten aufbauen? Wie soll ich es am besten aufbauen? Hey, Oliver Schirmer hier. Wenn das Fragen sind, die dich beschäftigen, dann bist du hier und heute genau richtig in diesem Video. Denn in diesem Video werde ich dir meine 6-Schritte-Formel verraten, ja, mit der du in deutlich kürzerer Zeit tolle Videos machen kannst, die dir auch deutlich mehr Leads für dein MLM-Business bringen werden. Und ja, stell dir einfach mal vor, ja, was es für dich, dein Geschäft bedeuten würde, wenn du in kürzester Zeit Videos erstellen könntest, die dir auch noch bessere Ergebnisse bringen. Was würde das für dein Business bedeuten? Und wenn dich diese Antwort interessiert, dann bleib jetzt dran, weil wenn du bis zum Schluss dran bleibst, dann lernst du meine exakte 6-Schritte-Formel kennen, mit der du ja eben das erreichen kannst. Also, lass uns loslegen. Als ich angefangen habe, Videos zu machen, war es so, ich war sehr unsicher, sehr, ja, man will ja auch nichts verkehrt machen und so weiter. Und da habe ich mir immer so ein Videoskript geschrieben und habe fast alles, was ich sagen wollte, ja, war schon fast wie so eine Art, ja, Aufsatz oder Diktat und habe dann das dementsprechend vorgelesen. Allerdings war das für mich viel zu zeitaufwendig und ja, war dann einfach auch so nicht praktikabel. Und so bin ich dann ja übergegangen, mir so Schritt für Schritt ja einfach anzuschauen, was machen andere, und habe dann für mich so eine Art Videoskript, so eine Vorlage dann im Laufe der Zeit einfach erstellt. Und ja, und die würde ich jetzt einfach gerne dann mit dir teilen, ja, weil heute ist es einfach so, ich gehe die 6 Punkte durch. Manchmal mache ich das Ganze schriftlich, manchmal mache ich es ja so wie hier digital. Ja, oder ich denke mich einfach durch die 6 Punkte durch und mache es dann komplett, ja, spreche es dann komplett frei. Aber meistens nehme ich mir einfach meine Vorlage her und überlege mir dann, okay, was ist das Thema, und gehe dann diese einzelnen 6 Punkte durch und mache mir dann ganz kurze Stichpunkte, anhand derer, wo ich einfach weiß, was ich auf jeden Fall mitten in das Video reinnehmen möchte und in welche Richtung das Video dann einfach gehen soll, und spreche das Ganze dann eben halt frei. Und geht natürlich deutlich schneller, und wenn du dann in deinem Thema sowieso schon drin bist, dann ist es natürlich ja die perfekte Kombi. Bevor ich jetzt auf die einzelnen Punkte eingehe, vielleicht noch einen Schritt davor. Oft ist ja auch so das Thema, ja, über welche Themen soll ich denn eigentlich ein Video machen? Wie komme ich denn zu Ideen? Und da ist es im Prinzip bei mir ganz einfach so, dass wenn du im Thema drin bist, wenn du tagtäglich ja mit den Dingen arbeitest, ja, dann du kriegst Fragen gestellt, ja, du siehst, wo die Leute Probleme haben, du kannst in Gruppen gehen, kannst dort schauen, was sind so die häufig gestellten Fragen. Du kannst aber auch, wenn du Zeitschriften liest und einen interessanten Artikel siehst, der deine Aufmerksamkeit fesselt, kannst du solche Dinge einfach auch zum Anlass nehmen und deine eigenen Gedanken über diese Themen dann eben, ja, ich sag mal, ja, zum einen zu Papier bringen und zum anderen dann halt eben auch ins Video transportieren. Und ja, und so, wenn du, wie gesagt, dich mit deinem Thema auseinandersetzt, dann sollte dir da nie ja die Ideen ausgehen, ja. So, und wenn du dann, ich lege mir dann, also beziehungsweise ich habe dann immer so entweder ein Notizbuch, ja, also ich schreibe auch viel in Notizbücher, aber zum anderen habe ich auch digital eine Liste, wo ich dann einfach Themen dementsprechend dann notiere, wenn sie mir begegnen, ja. Und so geht mir eigentlich ein Thema nie aus, und das beziehungsweise so gehen mir die Themen halt nie aus, und ich kann immer, ja, wenn ich dran bin, ein Video zu machen, habe ich auch sehr schnell ein Thema, über das ich dann halt auch ein Video machen kann, ja. So, und dann geht es dann im Prinzip einfach nur noch darum, ja, das Ganze in eine Struktur zu bringen. Und da hat sich bei mir so eingebürgert, dass ich versuche, am Anfang die Aufmerksamkeit zu gewinnen, dass einfach die Leute auch dementsprechend, ja, am Video zunächst mal dranbleiben, weil die ersten Sekunden, die sind im Prinzip durch nichts zu ersetzen. Da musst du es eigentlich schaffen, den Zuschauer dann schon zu packen, dass er zumindest weitergucken will. Das kann, man nennt es im Fachjargon auch Pattern Interrupt oder Pattern Interrupt, je nachdem.
Weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig ausgesprochen habe. Spielt auch keine Rolle. Letzten Endes geht es darum, die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ja, kannst du zum Beispiel machen mit einer Frage oder indem du einfach etwas tust, was ja so die Aufmerksamkeit erregt, mit was die Leute jetzt zum Beispiel gar nicht gerechnet haben. Ja, dann kommt der zweite Schritt, dann das Intro. Ja, also ist dein Name. Die Leute sollten auf jeden Fall wissen, mit wem sie es zu tun haben, wer die Person ist, die da zu ihnen spricht. Auch wenn du nur so wie jetzt hier ohne Bild das Ganze machst, die Leute sollten schon wissen, ja, wer ist denn da so auf der anderen Seite? Ja, und warum sollte ich der Person überhaupt zuhören? Und dann musst du natürlich auch gleich weiter, dass die Aufmerksamkeit anregen. Ja, und musst natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute dann am Video dranbleiben. Und das machst du dann einfach, indem du den Leuten sagst, okay, warum solltest du jetzt das Video ansehen? Ja, ganz klar den Nutzen kommunizieren, ja, und einfach sagen, hey, wenn du dran bleibst, dann lernst du das, das und das. Dann ist der dritte Punkt, warum ist das Ganze wichtig? Ja, da kannst du dann einfach eine Frage stellen. Ja, zum Beispiel, so wie ich es eben in diesem Video gemacht habe, stell dir einfach mal vor, du machst in kürzerer Zeit bessere Videos und kannst dann auch noch deutlich mehr Leads für dein MLM-Business gewinnen. Was würde das für dich bedeuten? Ja, was würde das für dein Business bedeuten? Einfach damit du die Person damit mit abholst, ja, dass sie ja, sich mit dem Thema auch auseinandersetzt und für sich auch erkennt, hey, ja, das ist tatsächlich ein Problem. Wenn ich das lösen könnte, wäre super, ja. Und dann noch mal kurz zusammenfassen, das ist der vierte Punkt. Ja, was hat dann der Zuschauer im Video gelernt, wenn er bis zum Schluss dran bleibt? Ja, was ist da für ihn drin und welche Vorteile hat er dadurch, wenn er sich die Zeit nimmt und das Video bis zum Ende halt dementsprechend anschaut? Und dann kommen wir auch schon zum fünften Punkt, nämlich der eigentliche Inhalt, der eigentliche Content. Und hier ist es einfach so, habe ich mir mal einen Spruch gemerkt, ich weiß leider nicht mehr, von wem er ist, aber fand ich super, konnte ich mir sofort ja einprägen. Schenke das was, verkaufe das wie. Ja, also beschreib die Dinge, ja, beschreibe das was. Und wenn du dann ein Produkt hast, wo du das wie aufzeigst, das verkaufst du dann. Letzten Endes musst du halt hier auch schon einen Mehrwert liefern. Ja, musst auch schauen, dass der Inhalt den Leuten auch weiterhilft, weil nur dann werden sie auch deine nächsten Videos anschauen und auch nur dann hast du halt eben die Chance, dann auch ja was zu verkaufen. Ja, sofern das dann dein Ziel des Videos ist. Ja, da vielleicht auch noch dazu, mach dir zu Beginn einfach klar, was willst du denn mit diesem Video erreichen? Willst du ein Produkt verkaufen? Willst du ja Leads generieren? Willst du ja, willst du deine Bekanntheit steigern? Ja, das sind alles so Themen, die du dir im Vorfeld dann auch schon mal, ja, wo du dir drüber klar werden solltest. Und dann nimm dir einfach die wichtigsten Punkte raus, die du auf jeden Fall ja in dem Video behandeln möchtest, ja, und geh die einzelnen Punkte durch. Gib Mehrwert, gib Inhalte, helf den Leuten, dass sie nach dem Video die nächsten Schritte einfach gehen können. Und dann zum Schluss, was ich häufig sehe, was sehr selten oder was viele halt nicht machen, ist dann auch tatsächlich eine Handlungsaufforderung, den sogenannten Call to Action dann halt auch zu bringen, indem du dann einfach sagst, okay, das richtet sich jetzt wieder an dein Ziel. Was möchtest du erreichen? Bei mir ist zum Beispiel der Call to Action so, wenn das Ganze für dich jetzt hilfreich war, ja, wenn die Informationen für dich hilfreich sind, dann würde ich mich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß nie, für wen das Ganze hilfreich ist. Gib mir einen Daumen hoch. Wenn du Fragen, Anregungen, Feedback hast, freue ich mich auch über einen Kommentar von dir. Und dann ganz wichtig, wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten oder zum Thema weitere Infos willst, schau unterhalb des Videos in die Textbeschreibung. Dort findest du dann weitere Links und ja, weitere Informationen zum Thema. Ja, also so oder so ähnlich könnte dann Call to Action aussehen. Letzten Endes, der Call to Action soll dann halt etwas sein, was die Menschen halt dann zum nächsten Schritt bringt. Ja, und was es dann halt bei dir ist, musst du dann halt für dich selber ja, festlegen. Willst du zum Beispiel ein Produkt verkaufen, dann mach den Link unterhalb des Videos in die Textbeschreibung und dann sag auch, wo die Leute den nächsten Schritt gehen können. Sag also klipp und klar, was deine Zuschauer als nächstes
tun sollen. Ja, weil wenn du es nicht sagst, dann wird es halt einfach so sein, dass es die Menschen nicht machen. Sie werden weitergehen zum nächsten Video, die Seite verlassen oder was auch immer. Ja, also wichtig, Call to Action. Und allein wenn du dir angewöhnst, diese Handlungsaufforderung in deine Videos mit reinzunehmen, dann wird es ja deine Ergebnisse deutlich verbessern und du wirst deutlich mehr Leads für dein MLM-Business generieren können. Okay, wenn das Ganze jetzt für dich hilfreich war, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst, ja, wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß nie, für wen die Infos ja interessant sind. Und ja, wenn du Fragen hast, ein Feedback, Anregungen, freue ich mich über einen Kommentar. Und wenn du Lust hast, ja, mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, wenn du Lust hast, ja, in einem tollen, motivierten Team, ja, die nächsten Schritte zu gehen, dann findest du unterhalb des Videos jetzt den Link und dort kannst du dir kostenfrei weitere Informationen anfordern. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Bis dahin, eine gute Zeit. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.